und fragen während des Unterrichts erörtert. In all den Büchern der Kabbalah, denn die Kabbalah bezieht sich auf die ganze Menschheit. In der ganzen Menschheit unterscheidet es eine Gruppe. Eine einzige Gruppe in Bezug auf das Verlangen, was sich nennt Yashar Kel, die ausgerichtet zum Schöpfer sind, direkt zum Schöpfer. Und die haben Verlangen, ihn zu entdecken, ihn zu kennenlernen. Deswegen nennt man die Yashar Kel Israel. Und die in allen Zeiten sich dazu darauf beziehen, dass sie zu dieser Gruppe gehören wollen. Das ist eine spirituelle Gruppe der Kabbalisten. Die Kabbalisten hatten in verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten und die auch gehörten zu bestimmten Typen der Menschen, und das Wichtigste war, dass sie Verlangen haben, den Schöpfer zu entdecken in Bezug auf Angleichung der Form, Gesetz der Angleichung der Form. Und deswegen sollen wir auch diese Sachen betrachten, die Baal HaSulam hier beschreibt. Deswegen, wir sollen versuchen, die richtige Interpretation den Worten zuschreiben. Verbindung, Liebe, Einheit, Israel, die Nation der Welt und so weiter. So weiter. Bitte. Einführung zum Buch Zohar, Punkt 67. Wenn ein Mensch aus dem Volk Israel den Aspekt seiner Innerlichkeit, welcher der Aspekt von Israel in ihm ist, über seine Yasharkel ist, dass die Entscheidung, Offenbarung des Schöpfers erreichen wollen, dass sie sich integrieren in ihm. Über der Äußerlichkeit. Das ist Körper und andere Gedanken im Menschen. Welche in ihm befindlichen Völker der Welt sind. Deswegen nennen wir die all diese Verlangen, die nicht ausgerichtet sind auf die Offenbarung des Schöpfers. Erhebt und respektiert, das heißt, seine hauptsächlichen Anstrengungen unternimmt, um seine Innerlichkeit zum Nutzen seiner Seele zu erheben und zu verstärken, und kleine Anstrengungen und nur in notwendigem Maße darauf verwendet, die Existenz der Teil der Völker der Erde, die es in ihm gibt, aufrechtzuerhalten, das heißt, auf die Befriedung der körperlichen Bedürfnisse, dann macht er, das heißt, die Torah zu seiner ständigen und den Beruf zu seiner zeitweiligen Beschäftigung. Das heißt, das Wichtigste ist, dass der Mensch sich ausrichtet, vollständig zum Schöpfer in Bezug auf die Angleichung der Form. Und er soll arbeiten an die Verbindung mit den anderen und so, wie es möglich ist, allen zu sammeln und alle zum Schöpfer auszurichten. Und dann führen seine Handlungen, wie im Inneren, so auch im äußeren Teil der ganzen Welt, dazu, dass die Söhne Israels in ihrer Vollkommenheit weiter und weiter erheben und die Völker der Erde, die den äußeren Teil Kinder Israels, das sind die, die angezogen sind, zur Verbindung mit dem Schöpfer, durch die Verbindung zwischen ihnen. Und dadurch erheben sich weiter und weiter. Und die Nationen der Erde, die den äußeren Teil der Gesamtheit darstellen, all diese Menschen, die haben andere verschiedene Verlangen, außer der Offenbarung des Schöpfers, werden die Größe der Söhne Israels anerkennen und schätzen. Ja, dass dieselbe Neigung zwischen ihnen sich offenbaren wird, wie in den Kindern Israel, dass die dadurch beeinflusst werden. Und wenn jedoch, Gott behüte, das Gegenteil eintritt, sodass ein Mensch aus den Söhnen Israels seine Äußerlichkeit, welche den Aspekt der Völker der Erde in ihm darstellt,
Das heißt, wenn der Mensch empfängt eine Neigung zum Schöpfer, dass der forscht, dass der sucht und dass der missachtet diese Neigung dann, die der hat, und dann nimmt in Betracht all diese Verlangen und Neigungen, die in ihm erweckt werden, in Richtung allen anderen Beschäftigungen in dieser Welt an. Dann mehr, welche Aspekte, über seine Innigkeit, welche Israel der Stelle hebt und schätzt, dann geschieht, wie geschrieben steht, der Fremdling, der in deiner Mitte ist, wird über dich immer höher emporkommen, du aber wirst immer tiefer sinken. Das heißt, die Innerlichkeit, welche der Aspekt von Israel in dir ist, wird tiefer und tiefer sinken. Das heißt, wenn der Mensch empfängt diese Erweckung für die Erlangung des Schöpfers und der bevorzugt all die anderen dann Verlangen im Gegensatz an andere Interessen und alle anderen Beschäftigungen und in dieser Welt, trotzdem dann. Und so bewegt dieser Mensch durch seine Taten, dass sich der äußere Teil der Welt, die Völker der Erde, über dem Volk Israel erhebt und Israel überwältigt und es in den Staub stürzt. Und die Söhne Israels, die Innerlichkeit der Welt, werden, Gott behüte, immer tiefer sinken. Das heißt, all die, die sie beschäftigen mit der Weisheit der Kabbalah, die möchten den Schöpfer erlangen, ihn oft zu offenbaren zu allen anderen, weil das ist das Ziel, das ist die Regel, die zum Schöpfer ausgerichtet sind, um ihn zu erlangen, die Verbindung mit ihm zu offenbaren und bis er zu allen sich offenbart, auch zu denen, die nicht dieses besondere Verlangen besitzen, wie die Kinder Israels, aber vielmehr die, die zum Schöpfer ausgerichtet sind, die werden wie eine Brücke, eine Passage zu den anderen sein. Wenn die das nicht tun, dadurch bringen die, die sich mit der Weisheit der Kabbalah beschäftigen, dass die dann schwächer werden dann. Und die werden immer. Singen. Oder sinken. Fragen? Was ist diese Klärung, dass die Individuen von Israel, wenn er betrachtet, diese Innerlichkeit und Äußerlichkeit? Jeder Einzelne von uns, der bekommt in einem bestimmten Moment diese Erweckung, den Schöpfer zu offenbaren, der wird erweckt von oben, weil der Mensch tut nichts alleine. Der tut nichts von unten, wenn er von oben nicht erweckt wird. Das heißt, wir sind gelenkte Wesen und gesteuerte Wesen, weil jeder von uns empfängt in einem bestimmten Moment im Leben ein Verlangen, eine Möglichkeit, Fähigkeit, zu dem Zustand zu kommen, wo er als Mittel für die Erlangung des Schöpfers wird. Und so kommen wir näher zu dem, was wir heute haben. Wenn wir verlassen diesen Zustand später und wir bevorzugen diese externe Beschäftigung, egal welche, dann offensichtlich, wir ersetzen spirituelle Beschäftigung mit der materiellen Beschäftigung und dadurch verursachen wir die ganze Welt, die sie dann absteigen kann, weil anstelle, dass wir dann die sind, die die Welt erheben und dass wir der Welt helfen, zu spirituellen Stufen aufzusteigen, dass wir die mitziehen hinter uns, wir machen was anderes, Entgegengesetztes, und wir machen, dass die absteigen. Und deswegen, das ist unser Fehler. Und unser Fehler ist sehr groß dann. Es klingt so, wie es gibt Israel hier, das ist meine Rolle, ohne Verbindung mit dem, was ich tue, und so sehr ich tue, um Israel zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was du jetzt da sagst. Jeder, der empfängt ein Verlangen, sogar ganz kleines, um näher an den Schöpfer zu kommen, und der missachtet dieses Verlangen, der verursacht Schaden zu der gesamten Menschheit.
Aber vielmehr sollte er verstehen, wenn er diese Neigung in Richtung des Schöpfers hat, er hat das bekommen nicht für ihn selbst, für sein eigenes Nutzen, sondern vielmehr, dass er eine Passage vom Schöpfer zu der gesamten Welt wird. Das heißt, derjenige, der die ganze Welt mitzieht zum Schöpfer. Das heißt, von unten nach oben und von oben nach unten, dass er einer zu einem wird, der den Schöpfer mit der ganzen Welt. Was machen wir also mit dem freien Willen? Balas Olam selbst auch leid, dass es Leute gibt, die Innerlichkeit der Tora vernachlässigen. So bedeutet das, dass sie wählten, nicht das zu tun, was der fordert, niemanden außer ihm? Ich verstehe überhaupt nicht, was du fragst. Wo ist die Freiheit der Wahl? Das ist nur, wenn der Mensch empfängt eine Neigung in Richtung des Schöpfers, dann kann der hinzufügen seine eigene Anstrengung und dadurch der verwirklicht seine freie Wahl. Wenn der nichts bekommt von oben, keine Erweckung, über welche Freiheit der Wahl können wir reden? Zwischen etwas, aber was? Die Bedeutung ist, dass das dann oder vorher sagte, es gibt Leute, die vernachlässigen, geringschätzen und lassen die Wichtigkeit der Torah. Sie selbst haben das vernachlässigt oder hat das Schöpfer das an ihnen getan? Das ist immer in Bezug auf die Wahl des Menschen. Unsere Wahl ist, dass wir nah an dem Schöpfer kommen sollen, indem er uns erweckt hat oder nicht. Das ist die freie Wahl. Das gehört zu der spirituellen Entwicklung. Und alles andere, alle andere Handlungen oder andere Wahl, wir nennen das nicht die Freiheit der Wahl, weil alle sind irgendwie tierische, die sind versteckt von uns, aber nicht die Beschäftigungen, in keiner Beschäftigung in dieser Welt ist der Mensch frei. Du kannst das sagen, das sind die Genen oder Hormonen, aber der Mensch tut das einfach so. Aber wenn der Mensch empfängt eine bestimmte Verbindung mit der Heiligkeit, dort bereits fängt seine freie Wahl. Der Schöpfer bringt ihn in die Gruppe, tut seine Hand auf die gute Schicksal und der Rest hängt davon ab, wie viel der Mensch sich einrichtet in der Umgebung und er entwickelt sich zusammen mit der. Danke, Raf. Zur selben Zeit, wenn wir anstatt 3 Stunden studieren oder verbreiten, also zusammen mit dem Zehner, können wir irgendwie mit unserer Absicht noch hinzufügen zu unserer Arbeit? Die Absicht kann den Menschen begleiten in allem, was er macht. In jeder Beziehung, wenn er irgendetwas macht. Deswegen sollen wir die ganze Zeit darüber nachdenken, mit welcher Absicht wir leben. Auch wenn wir zum Schlafen gehen, mit welcher Absicht schlafen wir ein? Mit welcher Absicht stehen wir auf? Mit welcher Absicht gehen wir während des Tages? Und alles hängt von der Beschäftigung, egal wo du bist, auf der Arbeit oder sonst wo. Die Absicht ist wichtig. Also wir die ganze Zeit versuchen wir hinzuzufügen, die Anstrengung. Und deswegen auch die Frage ist auch die, wie fügt man da hinzu, sodass es wirklich nützlich sei? Indem wir die Absicht bestärken durch die Freunde. So viel du in der Lage bist, sich gemeinsam mit den Freunden zu verbinden, wo keiner an sich denkt, sondern an die Freunde vor allem. Aber die individuelle Absicht multipliziert mit 10 und außer das, wenn der an die Freunde noch denkt,
auch in den Zeiten, wo der abfällt von der Absicht, die anderen denken an diese Absicht und jeder hilft seinen Freund. So funktioniert es. In Ordnung? Guten Morgen. Lieber Rav, in welcher Phase der Entwicklung kann ein Mensch definieren die Nation der Welt in sich? Wenn es ihm klar wird, dass die Eigenschaften und Gedanken und alles, mit denen er strebt, zu der Anhaftung mit dem Schöpfer, das ist das. Je mehr du arbeitest an der richtigen Absicht, mehr und mehr du wirst in der Lage sein, dass du diese Grenze ziehst zwischen der Nation der Welt und Israel in dir. Guten Morgen, Rav. Die Frage ist in Bezug auf Ihre Erfahrung, was ist diese häufigste Problem, die Kabbalah-Studenten haben, was sich verhüllt in dem Studium der Kabbalah im Allgemeinen? Die größte Störung, die wir erfahren, ist, dass wir uns die ganze Zeit erwecken sollen. Wir sollen ständig uns erwecken zur Arbeit, zur Erneuerung. Und das ist etwas, wo jeder soll versuchen zu finden, welche Verbindungen sind hilfreich in der Verbreitung, etwas, was ihm passt irgendwie, was ihm nah ist, etwas, was ihm noch enger an die Absicht irgendwie binden kann. Es gibt manche lieben Bücher, manche Filme oder Lieder. Es gibt manche, die Korrekturen machen können und andere können Computer reparieren für die Freunde. All diese Handlungen. Das wichtig ist, bestimmte Handlungen zwischen uns zu unternehmen, die unsere Verbindung stärken. Und dadurch, wir werden uns gegenseitig erwecken. Und alleine ist es fast unmöglich, den spirituellen Aufstieg zu erreichen. Entschuldigung, Raff, noch. Entsprechend dem, was Sie sagen, ist die Arbeit im Zehner nicht stark genug, um viele Erneuerungen zu machen. Wir brauchen auch die Verbreitung. Das ist nicht die Arbeit, der Mensch. Mensch ist Problem. Dass der Mensch soll sehr stark sein und das ist nicht möglich für ihn. Am Anfang baute er sich System von Adam Harishon wie eine Sphäre um all die Seelen und dass sie alle Seelen sich halten, aber nach dem Zerbrechen, in dem wir existieren, und wir versuchen zurückzukommen zur Verbindung. Wir haben nicht diese gegenseitige Verbindung und Unterstützung. Wir sollen danach suchen durch materielle Unterstützung. Und das wird uns auch helfen. Der Verbindung erlangen. PT6. In unseren Zuständen, was bedeutet es, zu bevorzugen eine körperliche Beschäftigung? Was diese Vernachlässigung? Was bedeutet das? Materielle Beschäftigung. Wir reden, wenn wir über die Arbeit des Menschen reden, was der auf der Arbeit zu tun hat, zu Hause mit seinem Boss oder in der Fabrik. Und das kann zu einem Problem führen. Das kann den Menschen anziehen, kann verwirren, dann vergisst er über den Zweck der Existenz. Also versucht zu verstehen, hat dieser Mensch Kontrolle über seine Absichten, seine Häufigkeit, wie viel er zurückhört? Was sind die Kräfte der Menschen hier? Das hängt von den Menschen ab, ja. Der Mensch
soll sich so einrichten, dass egal, was er tut, der immer hat irgendeine Verbindung, eine Beziehung zu der Spiritualität. Und auf diese Art und Weise wird er nichts vergessen dann. Der wird nicht vergessen darüber. Nochmal, Raf, Entschuldigung. Was stellt sicher, dass ich nicht vergesse? Was stellt sicher, dass ich im Laufe des Tages, dass, selbst wenn ich ganz in Verbreitung bin, was führt dazu, dass ich nicht vergesse, wenn ich in schaulichen Beschäftigung bin? Deine Verbindung mit den Freunden, deine Verbindung mit dieser besonderen Arbeit, die du für dich machst, das nennst. Du wirst für dich die Wächter und die Offiziere darum machen, auf dem gesamten Weg. Du wirst eine bestimmte Kreise aufbauen oder bestimmte Erinnerungen auf dem Handy oder auf dem Computer, dass die Freunde dich anrufen ein paar Mal am Tag und denk darüber nach, wie kann man sowas machen. Das ist muss, weil ohne das der Schöpfer von uns fordert, dass wir streben zur Verbindung zwischen uns 24 Stunden am Tag. So viel es möglich ist, versuchen wir, und das ist für unseren Nutzen. Und die Verbreitung ist sehr wichtig darin, weil die Verbreitung verpflichtet uns, die Verbindungen mit den äußeren Welt zu erschaffen, wie wir uns annähern an sie, wie wir denen erklären, die Wichtigkeit des Weges und die Wichtigkeit der inneren Welt und so weiter. Ja. Fokusgruppe. Danke, ich habe jetzt verstanden, dass die Ersetzung des körperlichen Beschäftigens, das Ersetzen durch spirituelle, also egal was, du Arbeit in der Firma, mit allen Beschäftigungen damit, dass das den Menschen dazu bringen kann, dass er vergisst. Denn wir sagen immer, es gibt keine Verbindung zum Arbeitsort, was der Mensch in seinem körperlichen Leben tut. Ja, das hängt davon ab. Du sollst, wenn du materielle Arbeit machst, die spirituelle Verbindung irgendwie zu spüren. Aber wenn du zum Beispiel an einer Maschine arbeitest oder du tust irgendeine Buchhaltung im Büro oder du lehrst die Studenten, das bezieht sich nicht zu meiner spirituellen Arbeit. Aber ich möchte, dass ich im Inneren dieser Arbeit die Absicht, dass in der ich lebe, und in dieser Absicht möchte ich mich mit dem Schöpfer verbinden. Wozu tue ich das Ganze? Was ist die Verbindung zwischen dem, was der Mensch in seinem täglichen Leben tut und wie es seine Absichten beeinflusst? Gibt es Handlungen, die ihm helfen, das besser einzuhalten, die Absichten? Wir sollen solche Handlungen unternehmen, dass die nah an unseren Absichten werden. Das heißt, wenn du Freizeit hast und das Nützlichste und Vorteilhafteste ist für die Erlangung des spirituellen Zieles, ist die Verbreitung. Verbreitung der Weisheit der Kabbalah. Not. Bei der Kabbalah Notwendigkeit, den Schöpfer zu erlangen für jeden. Das ist klar, in meiner freien Zeit, aber wenn jetzt spreche ich über die notwendige Zeit, wenn der Mensch seine Arbeit macht, also Lebensunterhalt verdient. Und Sie sagen, das hat keinen Bezug, das ist sehr verwirrend für viele Schüler. Ich kann hier nicht verstehen, was ist hier verwirrend. Natürlich. Ich unternehme bestimmte Arbeit, die bezahlt wird und es wird bezahlt in dem Ausmaß, in dem ich mich in diese Arbeit vertiefe. Das kann mich oder nicht trennen von der spirituellen Arbeit. Ich versuche aber, dass die Arbeit nah an die spirituelle Arbeit wird. Aber das Beste ist, so eine einfache Arbeit zu tun. Und Rabbi Johann war der Schneider oder so. Es gab so viele andere Sachen. Und
aber die haben für sich werden dann mehr mit dieser spirituellen, mit dem spirituellen Wesen. Raff, wie nützt die Verbreitung eine Verbindung zwischen uns? Ja, die Verbreitung ist sehr, sehr nützlich für die Verbindung der Seelen und aus verschiedenen Ecken. Vor allem, du verbreitest den Namen des Schöpfers an die Menschen. Das heißt, du bringst die näher. Vielleicht auf die indirekte Art und Weise, aber du bringst die näher, dass die sich zum Mechanismus des Adam Harishons annähern, dass sie sich verbinden an dieses System. Du lernst, wie man diese Sachen publizierst. Wie bringst du die Seelen näher einander? Und dadurch, du bist der Vertreter des Schöpfers. Und dann, diese Arbeit ist sehr nützlich und auch respektiert. Und deswegen, die Verbreitung ist wichtig, auch wenn du nicht sprichst oder nicht schreibst oder du unterstützt auf verschiedene Art und Weise oder nichtsdestotrotz, das ist eine Teilnahme. Das ist eine Teilnahme, die dadurch verbreitet man den Namen des Schöpfers in der Welt. Und für die Korrektur gibt es keine wichtigere Arbeit, weil wir alle zusammen, jeder Einzelne, wenn wir darin vertieft sind, egal auf welcher Stufe des Verständnisses ist man, wir können bereits darin sein und den Zustand erreichen, wo uns das wirklich sehr hilfreich sein wird. Auch die Anfängerstudenten, die können das auch tun. Moskau 1. Ja, Raf, danke. Ist die Absicht an sich, für sich selbst, eine Handlung, wenn wir jetzt zum Beispiel integrieren mit der äußeren Welt und das dadurch möglich ist, für uns in die Absicht zu halten, steckt das die Absicht? Schau, was du gesagt hast. Du hast Folgendes gesagt. Wir verbinden sich zu der äußeren Welt, das heißt, wir verbinden uns zu den äußeren Verlangen. Und diese Verlangen, in unseren Verlangen, unseren Gedanken, bringen wir die näher an uns, dass wir uns selbst die Absicht haben, nah an den Schöpfer zu kommen. Dadurch unternimmst du spirituelle Handlungen, wahre spirituelle Handlungen, die du noch nicht fühlst, die du noch kennst. Aber das sind die spirituellen Handlungen. Du bringst Menschen näher an dir und du erklärst ihnen und du unternimmst bestimmte Handlungen mit ihnen. Du redest nicht über die Korrektur der Welt, aber das sind die Handlungen, gemeinsame Handlungen mit ihnen. Und du fängst die zum Schöpfer zu erheben. Das ist die Arbeit, die nützlichste Arbeit für die gesamte Korrektur der Welt und auch für dich, für deine persönliche Entwicklung und Fortschritt. Deswegen gibt es nichts Besseres als die Handlung der Verbreitung. Ich kann das empfehlen, sehr empfehlen. Und wenn ein Mensch einfach sitzt an seinem Platz und theoretisch, sag mal, ich bringe jetzt die Welt näher dem Schöpfer, das ist überhaupt nichts wert. Das heißt, man hat nicht die richtige spirituelle Absicht, mit der er bereits seine Verlangen wenden, umwandeln kann in die spirituelle Absicht. Er kann nicht das Licht anziehen kann. Der hat keine spirituelle Kraft und demzufolge, das ist überhaupt nicht wert. Das heißt, ich sage das jetzt in groben Weisen, wir sind also verpflichtet, uns zu verbinden und zu verpflichten, herauszugehen zur Welt
zu verbinden zu all denen, die da draußen sind? Ja, wir sollen sehen, in welchem Ausmaß wir rauskommen können zu dem breiten Publikum und ihnen erklären über die Methode der Korrektur zwischen den Menschen und der Welt, aber auf eine geeignete Art und Weise, dass sie das akzeptieren können, auf korrekte Art und Weise, dass wir nicht verursachen einen Schaden, dass wir nicht verursachen ein Schaden auch zu unserer Organisation, zu unserem Prozess. Erzeugen, PT17. Die ganze Zeit in der Arbeit mit der Nation der Welt ist, dass wir die zu der Weisheit anziehen. Es ist um also das Wesen der Arbeit mit der Nation der Welt im Menschen, denn im Menschen gibt es diesen Trieb zum Schöpfer hin, das heißt ja Shakel, Israel und alle anderen verlangen im Menschen, die noch nicht verbunden sind mit dieser Neigung zum Schöpfer. Sie heißen die Nation der Welt in ihm. Und unsere ganze Absicht besteht darin, dass das Ziel unserer Arbeit darin besteht, all die Eigenschaften, die wir im Innern tragen, die heißen Nation der Welt, dass sie dies zu verbinden mit der Absicht Yashakel, Israel. Wo ist die Grenze zwischen? Ist das der Test, wo ich versuche, meine Einstellung zu ändern? Wo ist die Grenze? Dass du beginnst zu fühlen, dass in derselben Neigung. Äußere Teile schätzen, so wie Israel in ihm. Ich verstehe nicht, er hat doch eine Neigung zum Schöpfer, das heißt Israel, ja, Shakel, direkt zum Schöpfer, das ist Verbindung zum Schöpfer. Und er hat alle möglichen anderen Verlangen, alle möglichen körperlichen, was immer du willst, Nahrung, Sex, Familie, Ehre, Wissen, Macht, also feste Verlangen und das nächste ist die Verbindung zum Schöpfer. Also was fragst du über die Verbindung der anderen sechs Verlangen, sie zu verbinden, so sehr es geht, mit dem, dass es da auch eine Neigung zum Schöpfer sei. Ja? Weiter. Mark 25, Sie haben vorher gesagt, dass diese Grenzen zwischen der Nation der Welt und Israel sind. Wieso brauchen wir diese inneren Grenzen zwischen diesen zwei Teilen? So, dass wir nicht verwirrt sind, sondern dass ich schon weiß, was muss ich korrigieren, was habe ich schon korrigiert. Darüber steht geschrieben, dass es ein bestimmtes Gebot gibt. Du sollst Wächter. Über die Äußerlichkeit. Ja, genau so ist es. Frage aus Süden. Was kann man tun mit diesen Äußerlichkeiten, mit diesen Verlangen, die ich genießen möchte? Kann ich dadurch auch die Freude dem Schöpfer Genuss bereiten? Gibt es die notwendigen Verlangen, die ich genießen muss? Kann ich die Absicht auch hinzufügen? Ist nicht erlaubt, allen möglichen äußeren Verlangen zu beschädigen, sondern in einer Verbindung mit dem Schöpfer. Also es nicht zu tun, um vollkommen süchtig zu sein nach diesen Lüsten, sondern dir ist erlaubt, das zu tun und es auch zu segnen, dich das zu genießen, aber in einer solchen Weise, dass dir hilft, in deinen Fortschritt, um dem Schöpfer näher zu kommen. PT 38, was es heißt, dass man vollkommen reine Passage zu den Nationen der Welt ist. Ein perfekter, vollkommener Übergang von dieser Welt zur höheren spirituellen Welt ist das, was wir tun müssen, so dass durch uns das Licht übergeht zu allen Achab, allen Nationen der Welt, wie wir sie nennen. Diejenigen also, die selbst keine Neigung haben, sich mit dem Schöpfer zu verbinden, und wir werden die Verbindung durchführen. Deswegen heißen wir Yasha El, direkt zum Schöpfer, der
Alles Sehen verbindet mit dem Schöpfer. Wir dürfen nicht vergessen, dass speziell das größte Licht am Ende der Korrektur ausgeführt wird, wenn wir übergehen zu unserer dünnen, engen Linie und handeln zu allen Seelen. Wenn diese Seelen sich darin, damit zu verbinden, dann kommt das Licht zur ganzen Welt, die ganze Wirklichkeit und zum Ende der Korrektur. Das heißt, wir müssen diese Seelen respektieren, die in der Zwischenzeit noch abgetrennt sind von der Verbindung mit dem Schöpfer. Und wir können ihnen diese Verbindung bringen und sie groß respektieren und sie betrachten sehr, also sehr hoch betrachten, denn in der Entwicklung unseres Weges und der Ankunft des Lichtes von und durch uns zu ihnen, dadurch findet die Korrektur statt. Wenn wir nur der Übergang, der Kanal sind, wie Bala Salam das schreibt. Moskau 8 in der Fortsetzung der 6 externen Verlangen und internen Verlangen. Wie fügen wir diese externen 6 Verlangen zum Schöpfer? Können Sie ein konkretes Beispiel geben? Durch die Absicht, durch 6 Familie, wie sie er macht, dass können wir das verbinden mit uns, Chesquoti Fernetzachot Yesod, dieses Ferot zu verbinden, so dass passiert, diese Verbindung zwischen Malchut und Bina. Das ist etwas, was wir noch lernen müssen, und das ist ganz praktische Kabbalah. Können Sie praktische Beispiele, besondere Beispiele geben? Also es gibt keine praktische Beispiele geben, denn was gibt es hier zu lernen? Ihr habt noch keine Verbindung zwischen euch. Warum denkt ihr an solche hohen Dinge? Denn da gibt es noch keine Arbeit. Es gibt noch keine Verbindung. Ihr könnt noch nicht auf die erste Stufe aufsteigen. Also welche Beispiele kann ich euch geben? Es ist klar. Gut. Also, Michael, wir wissen weiter. Punkt 68. 68, ja. Punkt 68. Und es soll dich nicht verwundern, dass ein einziger Mensch die Erhebung oder den Fall der ganzen Welt verursachen kann. Denn es ist ein unerschütterliches Gesetz, nach welchem ein Teilchen und das Ganze einander wie zwei Wassertropfen gleichen. Und alles, was in Bezug auf das Ganze gilt, auch auf das Teilchen zutrifft. Darüber hinaus machen die Teilchen alles, was im Ganzen gilt. Da das Ganze nicht in Erscheinung treten wird, bevor nicht dessen Teile in Erscheinung treten, gemäß ihrer Anzahl und Qualität. Die Tat eines entsprechenden Teils senkt oder erhebt also zweifellos das Ganze. Somit wird dir klar, was im Zohar steht, dass man nämlich durch Beschäftigung mit dem Buch Zohar und der wahren Weisheit dessen gewürdigt wird, aus dem Exil zur vollkommenen Erlösung auszutreten, was auf den ersten Blick unverständlich ist. Welche Verbindung besteht zwischen dem Studium der Zohar und der Rettung des Volkes Israel von den Völkern der Erde? Kaukas. Скажите, Раф, почему кто-то успешен в распространении становится там Равом, имеет тысячи учеников? Wieso, wenn einer Erfolg hat in der Verbreitung und er wird Raf, der hat Tausende von Studenten, eine besondere Rolle, und ein anderer hat keinen Erfolg? Das ist eine Frage, dass einer reich wird und einer ist wirklich arm und hat nichts zu essen. Wohingegen jetzt in der Ukraine sitzt und wegrennt vor den Bomben und anderer lebt in New York City in einem Copy Shop und genießt das Leben. Guck mal, was passiert in der Welt.
Das sind die Urteile der Seele und sind alle in solch einer Weise, weil sie abgetrennt sind voneinander. Deswegen hat jeder ein anderes Schicksal. Aber erst wenn wir uns beginnen zu verbinden, können wir in dem Ausmaße der Verbindung zwischen uns beginnen zu fühlen, das Ausmaß, wie sehr die Fühle kommt zu denjenigen, die diesen große, stark Verlangen haben, zu empfangen, großes Leiden, und diejenigen, die all die Fülle haben und kleine Vergnügen. Das heißt, nur durch Verbindung können wir diese Zustände korrigieren. Und vor der Verbindung ist alles nur Ergebnis des Zerbruches. Das ist klar, dass wir alle verschieden sind. Wir haben bestimmte verschiedene Probleme, aber wir sollen alle streben, dass wir Erfolg haben in der Verbreitung, oder? Jeder muss versuchen zu verbreiten, so sehr es geht, die Methode der Korrektur. Und was erwartet werden soll, in dem Ausmaße, wie die Korrektur tatsächlich sich verwirklicht. Dann beginnen wir wirklich besorgt zu sein für die Korrekturen. Und damit beginnen wir zu sehen, das Ausmaß, wie sehr die Korrektur kommt zu Zuständen, in denen das Gute beginnt, offenbart zu werden, aus der Verbindung zwischen den Menschen. Zur Verbindung zwischen den Menschen. Dem Ausmaße, wie sie, also Schichten waren, abgetrennte Schichten. Das Zerbruch solcher Teile, die zerbrachen, anstatt der Dunkelheit und der Abgrund, der sich offenbart, das höhere Licht, das nicht von Ein Sof wird kommen und uns heiligt und uns verbindet. Und so heißt, so wie es heißt, Dunkelheit soll scheinen wie Licht. Das ist, was wir. Weiteren Fragen? Dann bitteschön. Punkt 69. Aus dem Gesagten wird klar, dass es in der Tora ebenfalls einen inneren und äußeren Teil gibt, genauso wie in der gesamten Welt. Dementsprechend hat jener, der sich mit der Tora beschäftigt, zwei Stufen. Wenn der Mensch seine Bemühungen im Studium des inneren Teils der Tora und deren Geheimnissen vermehrt, dann verursacht er im gleichen Maße, dass der Vorzug des inneren Teils der Welt, welchen das Volk Israel darstellt, sich über dem äußeren Teil der Welt, welchen die Völker der Welt darstellen, erheben wird. Darüber haben wir bereits gesprochen, dass in jedem von uns gibt alle möglichen Verlangen, Nahrung, Sex, Familie, Ehre, Wissen, Macht, die zu gehören. Und zusätzlich gibt es den Neigung, den Trieb von Sein von Bina, das von Ragat Nehi, und das heißt geben oder Yashakel, direkt zum Schöpfer. Aber wenn ein Mensch einen Funken von Bina in sich trägt, dann handelt er entsprechend dieses Funken, entwickelt sich weiter in der Maße, wie er damit arbeitet, in diesem Funken. Und wenn er mit anderen Verlangen arbeitet, Ragat Nehi, dann wird es betrachtet, dass es zu den Nationen der Welt gehört. Und deswegen gibt es jetzt Arbeit darin, wie wir durch unsere Teilnahme in Ragat Nehi, das ist der Übergang von Malchut zu Bina, jetzt, wie machen wir das durch diese Triebe, diese Neigung, dieses für und er sagt es deswegen folgendermaßen:
Ich beginne nochmal Punkt 69 zu lesen. Aus dem Gesagten wird klar, dass es in der Tora ebenfalls einen inneren, äußeren Teil gibt. Genauso, also diese Tora ist das, was für uns leuchtet von oben und hilft uns, alle Handlungen auszuführen, um all unsere Verlangen zu erheben von Malchut zu Bina. Das heißt, Lichter oder Tora. Denn auch die Tora teilt sich auf in Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Also so ist mit der ganzen Welt. Die ganze Welt geteilt ist in Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Und deswegen, wenn wir uns beschäftigen mit Torah, derjenige, der hat diese zwei Stufen, wir haben das auch. Und wenn, entsprechend, wenn er Torah beschäftigt, die Torah und die Gesetze und die Geheimnisse vermehrt, das heißt, er möchte die Gesetze verstehen, die Handlung, wodurch wir die ganze Welt erheben können, sich selbst und nachhin in der ihm her die ganze Welt ziehen. Und ansonsten hat er nicht die Möglichkeit zu erheben. Der Mensch selbst allein kann er nicht sich erheben, sondern er braucht ein ganzes System hinter sich, um das dem Schöpfer zuzuschreiben. Also während er seine Bemühungsstudien des inneren Teils zu trauen, deren Geheimnis vermehrt, den Maß verursacht er im gleichen Maße, dass der Vorzug des inneren Teils der Welt, des Volk Israel darstellt, das zu Binah gehörte, sich zu erheben über die äußeren Teil der Welt, das sind die Völker der Welt. Und alle Völker werden den Vorzug Israels ihnen gegenüber erkennen. Und das heißt, es gibt eine höhere Stufe, das ist die Stufe von Binah, diese größere Stufe, und eine niedrige Stufe, das ist die Stufe von Malchut. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Stufen. Und es steht geschrieben. Und alle Völker werden Vorzug Israels ihnen gegenüber erkennen, annehmen. Und schließlich werden alle Völker Israel nehmen und sie an ihren Platz führen. Und das Haus Israels wird sie, die Völker, als Miterben über Land des Schöpfers annehmen. Das heißt, all diese Eigenschaften, wenn wir es versuchen, auf solche Weise zu arbeiten und Malchut darüber zu erheben, durch alle Stufen zu der Stufe von Binah, sodass all diese Eigenschaften, diese Qualitäten, sie gehören zu den Nationen der Welt, um sie zu erheben, um also Binah zu sein. Und es heißt auch geschrieben, so spricht der Allmächtige, siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker mein Banner aufrichten. Dann werden sie deine Söhne den Armen herbringen und deine Töchter auf der Schulter hertragen. Das heißt, der Schöpfer wird ganz im Malchut versuchen, mit all seinen Verlangen und Zerbrüchen, die sich dort befinden, dass sie sich alle erheben durch Chagat Nehi zur Stufe von Bina. Aber wenn es Gott behübe, umgekehrt ist, wir lesen weiter, ein Mensch aus Volk Israel erniedrigt den Vorzug des inneren Teils der Torah und ihre Geheimnisse, wie von der also jeder Verbindung mit Bina hat, also sie von den Wegen der Entwicklung der Korrektur unserer Seelen und den Stufen ihrer speziellen Erhebung sprechen und erniedrigt auch den Sinn und verschmichtigen und den Intellekt mit Wort. Wir sollen das tun, was wir da tun müssen, wie wir es tun müssen in der Aussicht des Gebens gegenüber der Äußerlichkeit der Tora, die ist nur mit dem Praktischen halt beschäftigt, das heißt, nicht nur Handlungen ausführen, sondern dass alles in der Absicht unseres Herzens geschieht. Und selbst wenn man ab und zu sich beschäftigt mit der Innerlichkeit, das heißt wirklich der Absicht, der Aussicht des Gebens gibt, und der nur eine gewisse Zeit, wissen wir, dass weder Tag und Nacht, sondern wie sehr er kann. Manchmal denkt er darüber nach, zu gewissen Zeit, und sowas als überflüssig sei. Dadurch
dadurch degradiert und erniedrigt die Innerlichkeit der Welt, also Israel, und erhebt die Äußerlichkeit über die Innerlichkeit der Welt. Und das Erniedrigung zur Innerlichkeit, das sind die Söhne Israels, und verstärkt die Vorschrift der Äußerlichkeit der Welt, der Völkerwelt über Israel, damit sie es erniedrigen, demütigen und sie Israel über etwas Unnötiges, Überflüssiges in der Welt halten. Und so, also, dass das Überflüssiges in der Welt betrachtet wird, dass niemand daran denkt und niemand Interesse hat an dem späten Aufstieg der Welt. Wir lesen weiter. Mehr als das verursacht man dadurch, dass sich sogar der äußere Teil den Völkern der Welt über ihren eigenen inneren Teil so erhebt, dass die schlimmsten von ihnen, die größten Schädlinge und Zerstörer der Welt, Kräfte schöpfen und höher aufsteigen über ihren inneren Teil. Das sind die Gerechten der Völker der Welt. Und dann machen sie all die schrecklichen Zerstörungen und Morde, wofür unsere Generation Augenzeuge war. Der Schöpfer verschone uns in Zukunft davor. Das heißt, das alles hängt ab dem Ausmaß, wie wir versuchen uns streben. Richtung geht an die Welt weiter. Ist das die einzige Herangehensweise, die Welt zu verändern? Es gibt noch ein weiteres Mittel, um Veränderungen in der Welt zu bewirken, aber nur mittels großer Leiden, nicht mittels der positiven Kraft, welche das Licht ist, das von oben gemäß unserer Bitte wirkt, sondern mittels Leiden, die von unten kommen und uns von unten entwickeln. Und dann können diese Leiden ebenfalls unser egoistisches Verlangen aufweichen und uns dabei helfen, uns irgendwie von unserem Ego zu entfernen. Aber das ist ein langer Weg und der sehr, sehr hart ist. Wir wollen keine Leiden. Deshalb fliehen wir von diesen Korrekturen mittels Leiden. Also fliehen wir von diesen Korrekturen, die durch Leiden erfolgen, obwohl das ebenfalls ein Mittel zur Korrektur ist. Deshalb betrachtet die Weisheit der Kabbalah das Geschöpf, welches zwischen diesen zwei Kräften ist, zwischen der guten und der schlechten Kraft. Und sie empfiehlt dem Menschen, wie er die positive Kraft nutzen sollte, die gute Kraft. Denn in der guten Kraft haben wir, denn die gute Kraft hat einen Vorzug gegenüber der schlechten, gegenüber der bösen Kraft. Wir bevorzugen den Schöpfer, wir streben zu ihm, wir möchten eigene Schritte zu ihm setzen. Im Gegensatz dazu sind die Leiden, sie stechen uns, sie stechen uns von hinten. Und natürlich gelangen wir dazu ebenfalls zum Schöpfer. Es gibt auch so einen Artikel, in dem geschrieben steht, dass man nicht versteht, auf welchem Weg der Schöpfer den Menschen zu ihm bringen möchte, auf dem Weg, auf dem guten oder dem schlechten Weg. Aber wenn sich das dann offenbart, dann ist natürlich klar, dass es auf dem guten Weg geschehen soll. Es gibt viele solche Situationen, in denen wir das erkennen. Das heißt, die Stadt Shushan war verwirrt und man hat nicht gewusst, wer Recht hat. Wir können uns selbst voranbringen, indem wir den Schöpfer darum bitten, unser Moskau 7. Rav, Sie haben gerade geantwortet auf die Frage von Roman, wo er gefragt hat,
ob auf die Welt das Licht des Schöpfers den Einfluss hat, wenn wir das Gebet durchführen. Sie haben gesagt, ja, aber auch die Leiden dieser Welt haben den Einfluss, aber die erweichen auch unsere Herzen, dass wir in der Lage sind, dass wir uns zum Schöpfer wenden können. Unser Gebet wirkt auf die Welt sonst nichts. Ja, richtig. Aber was ist der Trigger, was ist der Antrieb, weshalb wir zum Schöpfer beten? Weil es uns schlecht geht, weil wir darunter leiden, oder weil wir dem Schöpfer Freude bereiten wollen? Das sind die zwei unterschiedlichen Gründe, weshalb wir uns zum Schöpfer wenden. Wenn wir ihm uns an ihn wenden, damit es ihm gut geht, damit er Freude hat, dann ist es ein guter Antrieb, ein gutes Motiv. Aber wenn es uns schlecht geht, dann kannst du, wie du es auch drehen mögest, kommt Danke, Raf. Auf der Skizze hier wird beschrieben, dass Nahat Nehi hebt Malchut in Bina. Wir lernen, dass diese Verlangen nicht mit der Spiritualität verbunden sind. Man muss einfach nur nutzen im notwendigen Maße die Verlangen. Wie kann man das wirklich machen, dass Malchut sich in die Bina hebt? Wie kann man die Verlangen nutzen? Wie sehr jeder Mensch zur Verbindung gehört und dieses ganze, also es geht nicht darum, dass er dieses ganze System lernt, die Weisheit der Kabbalah lernt, sondern wie in dem Maß, wie sehr er versteht, dass die Verbindung der Welt, Ganzheit, Vollkommenheit und Ruhe und Fülle in die Welt bringt, Freude, so wird das allen helfen. Wir müssen in der Welt verbreiten, dass die Verbindung zwischen uns, die Verbindung zwischen allen, uns zur steigen wir über zu Ein Sof durch alle Welten und integrieren uns in die Welt der Unendlichkeit. Und was ist das für ein Beispiel, welchen Israel den Nationen dieser Welt geben wollen? Wir wollen zeigen, dass die Verbindung die Rettung ist. Und wie kann der Äußere von dem Inneren ein Beispiel bekommen? Hier sprichst du jetzt über die Weise, wie wir verbreiten, aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir sprechen jetzt einfach nur über ein Prinzip. Das ist das Grundprinzip der Natur, der Schöpfung, wo alle Teilchen in Verbindung sein müssen. Das ist das System der Natur, der Schöpfung. Das ist einfach das Gesetz deines Systems. Es geht einfach nicht darum, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ob das für mich nützlich ist oder nicht, sondern das ist eine Natur, das ist ein Gesetz des Systems. Willst du es kennenlernen? Bitte. Wenn nicht, dann wird es dich trotzdem nicht davon befreien, darin integriert zu sein. Deshalb lohnt es sich, darüber zu lernen und zu verstehen, welche Weise wir auf die Welt wirken können. Denn wenn es keine Atombombenexplosionen gibt, so wird es vielleicht lesen wir den Buch 162. Punkt 162. Aus dem Gesagten ist ersichtlich, wie die Handlungen der unteren Aufstiege und Abstiege in den höheren Pazufim und Welten verursachen. Dies beruht darauf, dass wenn sie ihre Taten verbessern und Mahne heben und Fülle anziehen, alle Welten und Stufen, welche die Fülle durchläuft,
wegen der Fülle, welche sie weitergeben, wachsen. Wenn sie jedoch zurückkehren und ihre Handlungen wieder verderben, so verdirbt auch ihr Mahn und ihre Mochin verschwinden auch aus den höheren Stufen. Da die Weiterleitung der Fülle von ihnen zu den unteren gestoppt wird. Und dadurch steigen sie wieder ab bis zu ihren ursprünglichen. H10. Rav, in Bezug dessen, was hier geschrieben steht, im Punkt 162, dass die Unteren so auf das ganze System eine Auswirkung haben, dass sie Aufstieg und Abstiege verursachen? Alles ist nur von den Unteren abhängig, von den Niederen abhängig. Denn sie fühlen das Zerbrechen und in dem Maß, in dem sie dieses Zerbrechen fühlen, können sie um Korrektur bitten. Das bedeutet, dass sie korrigiert werden. Das heißt, sie bitten um Korrekturen. Diese Korrekturen kommen, korrigieren sie. Aber weil sie ihre Handlung durch ihre Bitte beginnen, also wie geschieht das? Indem sie ihren Chisaron erkennen und diesen nach oben erheben. Darin liegt eure ganze Arbeit. Wie wird dann der Zerbruch wahrgenommen? Wenn wir Entfernung spüren, mangelnde Anpassung, ein großes Zerbrechen bis zur Verbindung. Das ist das, was uns fehlt. Also von den groben Stufen bis zu den feinen Stufen. Dementsprechend bitten wir um Korrekturen. Wir selbst korrigieren ja nicht selbst. Die ganze Wirklichkeit dieser Welt zeigt uns nur, wie sehr wir unfähig sind, irgendeine Korrektur zu machen. Sondern wir können nur das Verderben enthüllen und Mann erheben, damit der Schöpfer das erhebt. Das ist das, was wir brauchen, sonst nichts außer dem. Deshalb solltet ihr nicht in irgendeiner Depression sein oder niedergeschlagen sein, verzweifelt sein, dass wir nichts tun können. Selbstverständlich können wir nichts tun. Klar, nichts können wir tun. Nichts Gutes können wir tun. Auch der Schöpfer hat nichts Gutes getan. Er sagt, ich habe den bösen Trieb geschaffen. Das ist alles. Aus. Was an uns liegt, ist zu bitten. Er hat uns die Gelegenheit gegeben zu bitten. Und dann wird er gute Sachen machen. Dann wird er Korrekturen durchführen. Und das, was wir heute bis zum heutigen Tag haben, ist nur, dass sich das Böse von Tag zu Tag offenbart. Jetzt erst nähern wir uns dem Zustand, wo die Menschen in dieser Welt, wenn sie sich in irgendeiner Weise miteinander verbinden, wenn sie versuchen, sich zu verbinden, sie werden es versuchen, werden es nicht schaffen, aber sie werden bitten und der Schöpfer wird die Korrekturen machen. Wiederum werden sie bitten und wiederum wird der Schöpfer es korrigieren. Und wiederum werden sie bitten und der Schöpfer wird es korrigieren. Und wenn wir nun graduell Korrekturen bitten und der Schöpfer Korrekturen ausführt, so ist das seine Arbeit. Deshalb bereiten wir dem Schöpfer Arbeit. Wir geben ihm Arbeit. Darin werden wir als Arbeiter des Schöpfers bezeichnet und er korrigiert damit die Schöpfung und das ist die Arbeit des Schöpfers. Das ist alles klar. Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Freunde. Im Prinzip sagt er bezüglich zwei Zustände. Der erste Zustand ist, wenn die verbessern ihre Handlungen, die führen das Licht durch und dann verderben sie deren Handlungen. Der Mann verdirbt, das sind ihre Handlungen. Was heißt verderben? Die heben den Mann von der einen Seite, von der anderen Seite verderben sie den Mann. Wer verdirbt? Wir? Wenn du die Gelegenheit zur Korrektur, für Korrekturen nicht richtig nutzt, verdirbst du den Mann. Das ist eine richtige Frage. Ja, aber was heißt den Mann verderben? Es ist
quasi so, als würde das Mann existieren, damit du eine Korrektur erhebst, damit du es nach oben erhebst. Aber du tust es nicht. Daraus folgt, dass du dieses Mann verdirbst. Das heißt, du nutzt die Gelegenheit, die der Schöpfer dir gegeben hat, nicht. Daran liegt die Frage, wenn wir heute in unserer Arbeit, es gibt eine Möglichkeit, dass wir den Mann verderben können in unserer Arbeit? Ja, natürlich, selbstverständlich. Indem du es nicht richtig nutzt, bedeutet es, dass du es verdirbst. Was heißt richtig nutzen? Wenn du daraus kein Gebet machst, wie verstehst du das nicht? Schau dir doch an, was du in der Welt hast. Wie viel Leid gibt es in der Welt vor dir? Wie viele Menschen leiden? Die ganze Welt. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie viel leidet der Schöpfer darunter, dass die Unteren sich nicht mit ihm verbinden und keine Korrektur bitten? Weil er ohne dem sie nicht korrigieren kann. Er kann ohne ihrer Bitte sie nicht korrigieren. Das ist ein Gesetz, dass es keine Verbindung zwischen dem Höheren und dem Unteren gibt, wenn es keine Bitte vom Unteren gibt. Bezüglich Ihrer Meinung führen wir die Arbeit nicht richtig durch? Wir führen nichts durch. Wir verbinden diese Welt überhaupt nicht mit dem Schöpfer. Wir machen das nicht durch uns. Eine Sekunde, von was hängt ab, dass wir das nicht machen oder das machen werden? Wovon es abhängt? Davon, dass wir weder im Herz, noch weder im Gefühl, noch im Verstand unseren Zustand verstehen und wozu wir gelangen könnten und dass alles nur von uns abhängig ist. Das heißt, wenn ich faul bin und nicht das mache, was Sie sagen, das heißt, wenn wir uns nicht verbinden, dann beschäftigen wir uns nicht mit der Verbreitung? Da kannst du das in tausend und einen Handlungen erklären, die uns fehlen. Aber natürlich ist es... Platz... von dem Ort, wo es tatsächlich mangelt. Und dann geben sie die Fülle weiter. Worin liegt die Korrektur der Niederen? Die Korrektur der Niederen bzw. Unteren ist, wenn sie die Mängel fühlen und diesen Chisaron als ihren eigenen Welten. Bitte, Michael. Und wenn wir nicht fühlen die Leiden der Menschheit, welchen Mann können wir dann heben? Du wirst nichts erheben können. Deshalb ist es so, dass wenn wir hinausgehen und verbreiten, dass wir zweierlei Profit haben. Auf der einen Seite verbreiten wir die Verbindung zum Schöpfer, die Kenntnis des Schöpfers. Und auf der anderen Seite erhalten wir einen Mangel von den Unteren. Was ihnen mangelt, woran es ihnen mangelt, was ihnen fehlt. Und dann verbinden wir den Mangel des Höheren, das Bedürfnis des Höheren und den Mangel des Unteren, der Unteren. Und wir befinden uns in der Mitte, in Form eines Kanals. Wir bringen dieses Bedürfnis von unten, den Mangel von oben, von unten nach oben. Und wir haben nun diesen Kanal gebildet und so fließt diese Fülle von oben durch uns zu allen nach unten weiter. Also Moment mal, wir befinden uns doch in diesem Prozess. Das heißt, irgendein Minimum brauchen wir, um die Wahrnehmung der Leiden der Menschheit zu haben. Die Menschheit leidet genug. Deshalb sind wir gemäß unserer Arbeit zum sechsten Jahrtausend gekommen, zum Ende des sechsten Jahrtausends. Und wir müssen nun mit der ganzen Menschheit arbeiten. Das heißt, wir sind von Chesed zu Gvorah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod gelangt. Und jetzt sind wir im sechsten Jahrtausend. Aber es wird nicht gefühlt. Es gibt nicht diese Wahrnehmung dessen, dass wir uns am Rande der Leiden der Menschheit befinden. Moment.
das Ende des Leidens oder der Rand, am Rande des Leidens zu sein, da möchte ich gar nicht mal wissen, was das ist. Du weißt, was geschrieben steht über der Zerstörung des Tempels, wo Mütter ihre Kinder gekocht haben und gegessen haben. Das ist, wenn ein Mensch dann überhaupt seine menschliche Stufe verlässt und auf die tierische Stufe abfällt. Das ist etwas Furchtbares. Wir müssen dazu gar nicht gelangen, sondern wir sind verpflichtet, das Leid zuvor zu fühlen. Solange es unser Fleisch noch gar nicht wirklich erreicht, nicht erfasst, nicht berührt und uns komplett lähmt, sodass wir ohne Verstand einfach blind vor einer schlechten Empfindung fliehen. Deshalb müssen wir bereits zuvor anfangen zu handeln. Und welche Handlung können wir durchführen? Wo ist überhaupt die Möglichkeit, dass wir den Mann erheben können, bevor wir überhaupt so ein Leid erfüllen können? Wir müssen verbreiten. Denn so wie der Baal HaSulam uns in dem Artikel, der Artikel Arvut, das erklärt, denn mittels dieser Verbreitungshandlung schließen wir die Mängel und die Wünsche der Welt, die Bedürfnisse der Welt in uns ein. Und die Welt wird beeindruckt von unseren Beziehungen zum Schöpfer. Und dadurch bilden wir bereits einen Kanal. Dann gibt es eine Wirkung von der Stufe Binah zur Stufe Malchut. Welches Verhältnis haben wir zwischen uns und dem Schöpfer, wenn wir uns noch nicht befinden auf so einer Ebene? Es gibt immer Beziehungen. Du wirst sehen, es gibt eine Verbindung, einen Übergang, und wir können in so einer Weise so die ganze Menschheit durch uns mit dem Schöpfer verbinden. Kann man sich damit heben in diese Verbindung? Kann man sich erheben zu ihnen und zu Baal HaSulam? Alles ist vorbereitet. Wir sollten bloß nur nicht fliehen, sondern alles tun. Das Wichtigste ist das Gebet. Y de esta, usted nos está diciendo ya varias veces, le respondió Zvika, que nosotros tenemos que conectarnos, es como si no llegara nuestra plegaria. Sie haben Zvika schon ein paar Mal gesagt, deswegen frage ich, dass wir uns verbinden müssen, dass wir das Gebet erheben können zum Schöpfer. Dieses verbundene Gebet, damit wir den Mann heben können für die Menschheit, dann bekommt die Menschheit die Antwort auf das Gebet. Wenn wir uns in die ganze Menschheit integrieren, wenn wir fühlen, was geschieht, und nicht umsonst haben sich die Medien entwickelt, und überhaupt die Massenmedien entwickelt und unsere Verbindung zur Menschheit, damit wir uns eben alle ineinander einschließen, aber wir müssen diese Gesamtheit des Leidens als unseren Mangel erheben. Dazu sind nur wir in der Lage. Deshalb sind wir verpflichtet, das zu realisieren. Und um das umzusetzen, müssen wir uns mit der ganzen Menschheit verbinden. Und die beste Verbindung geschieht mittels der Verbreitung. Auf der einen Seite gebe ich und sorge mich darum, dass alle über den Zweck in der Welt Bescheid wissen und über die Zukunft der Welt. Und auf der anderen Seite gibt es hier einen Chisaron, einen Mangel. Und ich fühle diesen und erhebe diesen zum Schöpfer. Aber das hängt davon ab, dass unser Gebet verbunden ist in der inneren Weise. Besser möglich ist, aber
richtig. So you're saying I should come closer to these friends that I see. Sie sagen, dass ich müsste mich annähern zu den Freunden, die mehr fühlen und für die es wichtig ist. Ja, wir müssen den Freunden näher sein, denen die Verbreitung wichtiger ist. Wir leben im 6. Jahrtausend, gehen bald über zum 7. Jahrtausend. Wir müssen darauf vorbereitet sein und uns darin einschließen. In Ordnung? Gut, Petach Tikva 17. Guten Morgen, Rav. Folgende Frage. Nachdem wir durchdringen mit der Notwendigkeit der Menschheit und nachdem wir heben die egoistischen Notwendigkeiten nach oben, was sind unsere Handlungen? Wir werden diese Handlungen noch sehen, aber komm, lass uns diese Welt mit dem Schöpfer verbinden. Und dann werden wir dieses Mad, das vom Schöpfer durch uns durchfließt, sehen. Und dann werden wir wissen, wie wir dieses Mann und Mad miteinander verbinden in einer mittleren Linie. Das ist noch vor euch. Das ist eine ganz besondere spirituelle Handlung, die auf uns wartet. Verpflichten, von der egoistischen Absicht zur altruistischen Absicht zu gelangen. Was Sie persönlich, was finden Sie? Bewegen wir uns voran? Ich sehe, dass du solche Schläge erhalten wirst, um nachzudenken, dass alle Menschen Gutes von mir erhalten, der Schöpfer Freude an meiner Arbeit hat. Als Ergebnis von kleinen Zuständen, kleinen Schlägen, die wir im Unterricht bekommen? Mach dir keine Sorgen, das werden große, harte Schläge sein. Insoweit ist es nicht möglich, sich mit denen zu begrenzen? Natürlich kannst du diese Leiden dir ersparen. Wie? Wie? Das bedeutet, indem du eine Medizin vor dem Schlag erhältst. Durch die Verbindung, das, was wir jeden Tag machen? Ich weiß nicht, was sie tagtäglich macht, aber man muss tun, was zu tun ist. Und Sie sehen, dass wir einen Progress haben dorthin. Sie unterstützen doch uns. Na, ihr seid gute Kinder. Alles wird gut werden. Nein, wirklich. Was glauben Sie in Bezug zu uns, zu Ihren Schülern, die jetzt im heutigen Zustand sich befinden? Was glauben Sie? Auf der einen Seite bin ich zufrieden, weil wir wirklich mehr die Form des Bundes erhalten, der Verbindung erhalten. Wir hören und alles, was wir hören, setzt sich in uns. Was uns fehlt, ist noch die praktische Arbeit, die wir wissen aber noch nicht, wie wir das umzusetzen haben. Was kann ich tun? Einst hatten wir Verbindungen. Also was soll ich tun? Mahlzeiten oder Sitzungen? Die Frage ist, wie können wir miteinander so verbunden sein, dass es uns die Verbindung der tatsächlichen Verbindung, die Empfindung der tatsächlichen Verbindung gibt. Vielleicht wissen wir das, aber wir haben ein bisschen Angst, dieses zu erledigen. Wir rennen weg davon. Es ist schwierig für uns, darauf zu bestehen. Wir wissen nicht, wie wir das überwinden sollen. Wir wissen es wirklich nicht. Es kann sein, dass du in dem, was du sagst, recht hast. Ich habe aber das Gefühl, dass wir es nicht wissen und natürlich auch noch fern davon sind, von der praktischen Verbindung der Herzen. Nicht, dass ich dir nahe stehe und dich umarme, sondern wie können wir diese Umarmung in eine innere Umarmung umwandeln? Kann man vielleicht Workshops durchführen bezüglich dieses Themas und so nach vorne schreiten? Also solche Workshops, viele sagen, dass sie Workshops haben wollen. Vielleicht machen wir Workshops im Unterricht. Gut,
dann machen wir einen Workshop. Also machen wir einen Workshop, in dem wir jetzt 2-3 Minuten sitzen und überlegen, wie möchte ich alle umarmen? Nicht nur meinen Zehner, sondern wie möchte ich alle umarmen? Ganz Bnei Baruch, wo ich sie so sehr umarmen möchte, dass alle die Wärme unserer gesamten Umarmung fühlen. Männer getrennt und Frauen getrennt. Kommt, lasst uns das so machen. Der spirituellen Welten. Es gibt keine konstante Dynamik in Auf- und Abstiege, sondern alles hängt von uns ab. Wir haben das bereits gelernt, dass alles von den Handlungen der Unteren abhängig ist. Der Schöpfer weckt uns, damit wir alle Mängel sehen, alles, all das Verderben sehen und von ihm bitten, dies zu korrigieren. Deshalb ist das unsere Aufgabe, damit wir dazwischen stehen, zwischen dem korrigierten und dem verdorbenen Zustand, damit wir eben Korrekturen für die alle Welten fordern. Bitte. Bezüglich dieses Themas aus Moskau wird gefragt, wo ist die Verbindung zwischen dem verdorbenen Mann und die Enthüllung der neuen Reshimot nach dem Zerbruch? Neue Reshimot offenbaren sich gemäß der Ordnung, der Reihenfolge in den Stufen. Und wenn wir das korrigieren, was wir korrigieren sollten, bewirken wir das Hervorkommen neuer Reshimot, sodass wir basierend darauf Arbeit haben. Es gibt eine Verbindung zwischen dem verdorbenen Mann, wie es geschrieben steht, wenn die wieder verderben ihre Handlung, wird auch der Mann verdorben. Ja, wenn wir keine Bitte zur Korrektur erheben, gemäß dem, was sich offenbart, so verderben wir damit das Mann. Und wenn wir bitten, dann wird das sein, so wie geschrieben steht, der Schöpfer. Mit dem Gebet, wir befinden uns im Punkt 14. Gut, dann machen wir weiter. Punkt 14. Das oberste Ziel sollte sein, mit Dvekut, Anhaftung an den Schöpfer. Dies geschieht durch unsere gemeinsame Arbeit. Deshalb werden wir, und mit dem Schöpfer, deshalb werden wir als Diener oder Arbeiter des Schöpfers bezeichnet. Er fängt die Arbeit an, verdirbt es und erweckt uns dazu, diese Korrekturen zu machen. Und wir müssen ihn bitten, den Schöpfer bitten, diese Korrekturen durchzuführen. Er hat alles vorbereitet durch die abwechselnden Zustände von Korrektur und Verderben. Und wir müssen ihn darum bitten, dass alles korrigiert wird durch das höhere Licht, welches die ganze Wirklichkeit füllt. Deshalb muss das oberste Ziel sein, mit Dvekut an den Schöpfer belohnt zu werden, wenn wir in Angleichung der Arbeit sind. Er macht einen Teil der Arbeit, einen anderen Teil machen wir. Er macht wieder seine Arbeit und wir machen unsere Arbeit. Und wir müssen zu einem Zustand gelangen, wo wir ihn zur Arbeit verpflichten. Das ist wie ein kleines Kind, das einen Erwachsenen mit sich mitschleppt oder hinter sich mit sich mitzieht und ihm etwas zeigt. Und genauso müssen wir auch mit dem Schöpfer sein und ihm zeigen, was er korrigieren soll. Da die Vernunft dagegen ist, muss er gegen die Vernunft vorgehen. Und das ist eine sehr harte Arbeit. Da er den Schöpfer darum bittet, ihm etwas zu geben, dem alle seine Organe widersprechen, folgt daraus, dass jedes einzelne Gebet, das er an den Schöpfer richtet, seine besondere Arbeit hat. Deshalb wird ein Gebet Arbeit im Herzen genannt. Das bedeutet, dass er sich gegen den Intellekt und den Verstand stellen will, die ihm das komplette Gegenteil sagen. Deshalb heißt es auch nicht Arbeit des Gehirns, denn die Arbeit des Gehirns bedeutet, dass ein Mensch sich bemüht, etwas mit seinem Verstand und seiner Vernunft zu verstehen.
Aber hier will er nicht mit seinem Verstand verstehen, dass wir dem Schöpfer in einem Zustand des Wissens dienen sollen. Vielmehr will er dem Schöpfer speziell mit dem Glauben über den Verstand dienen. Deshalb wird das Gebet Arbeit im Herzen genannt. Nochmals bitte. Nochmals, Punkt 14. Das oberste Ziel sollte sein, mit Dvekut an den Schöpfer belohnt zu werden. Da die Vernunft dagegen ist, muss er gegen die Vernunft vorgehen, und das ist sehr harte Arbeit. Da er den Schöpfer darum bittet, ihm etwas zu geben, dem all seine Organe widersprechen, folgt daraus, dass jedes einzelne Gebet, das er an den Schöpfer richtet, seine besondere Arbeit hat. Deshalb wird ein Gebet Arbeit im Herzen genannt, was bedeutet, dass er sich gegen den Intellekt und den Verstand stellen will, die ihm das komplette Gegenteil sagen. Deshalb heißt es auch nicht Arbeit im Gehirn, denn die Arbeit des Gehirns bedeutet, dass ein Mensch sich bemüht, etwas mit seinem Verstand und seiner Vernunft zu verstehen. Aber hier will er nicht mit seinem Verstand verstehen, dass wir dem Schöpfer in einem Zustand des Wissens dienen sollen. Vielmehr will er dem Schöpfer speziell mit dem Glauben über den Verstand dienen. Deshalb wird das Gebet Arbeit im Herzen genannt. Ja, lieber Raff, was heißt es, dem Schöpfer zu dienen im Herzen? Das bedeutet, dass all deine Wünsche nur darauf ausgerichtet sind, sich mit dem Schöpfer zu vereinen, um in einem System mit ihm zu sein, damit er über dich herrscht, dich steuert, dich lenkt und du mit ihm bist. Und all deine Handlungen, Gedanken, Wünsche, die in dir sind, dass du in all dem verbunden bist, nur um zu geben, nur um die ganze Wirklichkeit mit deinem eigenen Willen zu geben, zu füllen. Denn darin wird sich ausdrücken, wie sehr du den Schöpfer in der ganzen Wirklichkeit enthüllen möchtest. Annulliere dich vor seinem Willen zu geben. Und das bedeutet, pass deinen Willen an seinen Willen an. In Ordnung? Moskau 1, bitte. Ja, Rav, спасибо. Ja, Rav, vielen Dank. Es ist nicht ganz zum Thema, meine Frage. Von den inneren Dialogen, müssen wir die loswerden und müssen wir beobachten, inwieweit wir vertieft sind, dass wir von diesen Dialogen wegkommen? Nein, wir müssen auch mit uns selbst sprechen, fühlen, was in uns geschieht, wie sehr unsere Wünsche und Gedanken hier mit dem einverstanden sind oder nicht. Wir müssen uns auch damit beschäftigen, bis wir zu einem Zustand gelangen, wo all unsere Knochen danach dürsten, wo all unsere Knochen, das heißt die Grundlagen unserer Wünsche ebenfalls in der Absicht umzugeben sind. Italien 4. Na gut, gut, mach weiter, bitte. Also man hat das Gefühl, dass diese Vertiefung der inneren Dialoge, das sind diese Durchbrüche, die uns trennen von den Momenten, wo wir dann aber doch in der Lage sind, zurückzukehren und die Absicht aufzubauen. Nein, nein, das scheint mir wie eine Verwirrung.
Zuerst mal fühle ich nicht, dass mich das stört, sondern im Gegenteil, das hilft mir, selbst zu klären, wo ich bin, wie sehr ich zum Weg gehöre oder vielleicht abgelenkt bin vom Weg des Gebens, der Verbindung aller mit dem Schöpfer. Also mein Dialog mit mir selbst, wo ich ständig alles kläre und untersuche, das hilft mir die ganze Zeit. Ohne dem geht es ja nicht. Ohne dem gibt es keine Klärungen. Baltikum 2, bitte. Wenn du während des Unterrichts das Licht anziehst, gibt er nicht verstanden die Frage. Wenn ich das Licht von oben heranziehe und mit meinen Freunden verbunden bin, breitet sich in diesem Maß das Licht aus und füllt alle Freunde. Und in jedem Einzelnen wird das gefüllt in dem Maß, in dem sie mit mir verbunden sind. Italien 4. Why is he consider praying against reason a spiritual action? Danke, Raf. Warum ist das Gebet gegen den Verstand? Warum ist es eine besondere Handlung? Weil ich für etwas bitte, was mein egoistisches Verlangen nicht will, und ich bitte um etwas, was über dem Verlangen ist. Frauen aus der Moskauer Gruppe Nummer 18. Als Fortführung der Frage von Moskau 1, in der Praxis haben wir das Problem, dass unser Verstand verdorben ist und wir empfangen alles aus der äußeren Welt. Wie können wir zu einer Disziplin des Verstandes kommen, dass der Verstand uns hilft in unserer Arbeit und der Verstand sich nur befindet in den richtigen Klärungen? Nur mittels der Verbindung zwischen euch, damit die Verbindung jenes Ziel sein wird, zu welchem alle gelangen wollen. Denn dann werdet ihr durch euren Verstand das Gefühl lenken. Wir wollen einen Zustand festlegen, wo wir zur Verbindung gelangen. Zwischen uns, wir müssen zur Verbindung gelangen. Dann, indem wir mittels des Verstandes das so bestimmen, werden wir klären, was uns zur Verbindung fehlt. Wir klären das und wir bitten den Schöpfer. Und der Schöpfer gibt uns solche Empfindungen, solche Unterscheidungen, dass wenn wir uns verbinden, so gelangen wir zu einem Kli und enthüllen ihn dann in diesem einen Kli. Die Wirkung der äußeren Welt, passiert es durch das Herz oder durch ein Verstand, welchen nicht sauber ist? Wir haben weder ein reines Herz noch einen reinen Verstand, klaren Verstand. Wir sind alle vollkommen schmutzig. Total schmutzig. Und das müssen wir in Betracht ziehen. Deshalb sollte man hier keine philosophischen und psychologischen Berechnungen anstellen, sondern eins zu eins ausführen.